Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ich hab keinen Bock zu reden. Und ja, jetzt haben wir sogar einen Zwerg dabei, der ein bisschen mürrisch ist, weil Kegane ist rechtschaffen böse. Wenn wir so ein bisschen durchgehen, neutral gut, chaotisch neutral, haben wir neutrale und böse Charaktere bis jetzt. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wir können uns mal ein bisschen in Kegane's Bleibe umsehen, ob da noch was von Wert ist. Werden wir als nächstes machen. Sobald wir den Rest aufgedeckt haben. Ihr braucht nur zu fragen. Eine Bürgerin, die bei Nacht steht, okay. Ich will erstmal das ganze Ding hier aufdecken, dass wir wissen, wo was ist. Dann will ich rasten. Dann kümmern wir uns um das Spinnenhaus. Und ich weiß noch nicht, ob ich Nierreiter behalten werde oder ob ich sie gegen Edwin tauschen werde, wenn wir Edwin dann in Nashkel begegnen. Eigentlich will ich mich in Berikos erstmal nur um Sachen kümmern, die von Interesse sind. Das meiste haben wir ja jetzt aufgedeckt. Gehen wir mal in den brennenden Zauber. Ne? Weil dort sollten wir wohl schlafen können. Ja. Winterwolfpilze für den Naschkehändler. Ich habe mich mit Kegane verbündet, einem Zwerg, der auf der Suche nach einem verschwundenen Mittel der Edelleute ist. Es handelt sich um den Suche von Edelter Silberschild. Deshalb war wirklich großen Wert darauf gelegt, das Kind zu finden. Ja, und so wie wir ihn verstanden haben, ist er auf der Straße nach Baldur's Gate unterwegs gewesen. Also wird das nördlich von uns sein. Aber südlich vom freundlichen Arm, da haben wir uns eh noch nicht gesehen. So, aber Karik steht hier im Weg. Hey, ich kann euch ein nettes Angebot machen. Seid gegrüßt, Amtor. Ich habe gehört, ihr seid ausgezeichnete Krieger. Mache euch daher einen Vorschlag. Möchtet ihr Leibwächter meiner Herrin sein? Wir sind immer auf der Suche nach Geld. Erzählt uns mehr. Ich heiße Gerig und arbeite für Seke Rosena. Sie ist die beste Musikerin der ganzen Schwertküste und wird noch vor Ende des Monats im herzoglichen Palast aufspielen. Leider nur befindet sie sich seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Ein paar von fehlende Post angeheuerte Schläge haben ihr übel zugesetzt, weil sie nicht wie vereinbart in seinem Wirtshaus gespielt hat. Man kann ihr für ihr Fortbleiben kaum Vorwürfe machen, denn der Wirt dieser fehlende Post
ist ein ausgesprochener Schurke. Sie braucht Söldner, die sie beschützt, bis zum Aufbruch nach Baldurs Truppe, bereit ist. Sie wird 300 Goldmünzen für den Zug zahlen. Was haltet ihr davon? Klingt vielversprechend. Warum stellt ihr uns nicht eure Herrin vor? Ja, wir brauchen Geld. Ich bin überzeugt, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Wir treffen uns dann vor dem Rathaus Mortigar. Ja, klatschen einfach hier hin. Wie ihr wünscht. Das ist meine Herrin, Frau Silke Rosena. Sehr gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, Schauspielerin allerhöchsten Ranges. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Hallo, ich sehe, mein lieber Garrick war recht fleißig. Ihr sieht aus, als wäre dir eine zusätzliche Bezahlung wert. Was hat denn mein kleiner Helfer angeboten? Ich habe ihnen 300 Goldmünzen angeboten, wie ihr befohlen habt. Die Höhenlohn auf 400 Goldmünzen. Nun gut, ich nehme an, Garrick hat euch bereits gesagt, was ihr zu tun habt. Eure Aufgabe ist es, die Schläger kalt zu stellen, wenn sie mich bedrohen. Das sollte nicht weiter schwierig sein, aber ihr müsst zügig zur Sache gehen. Auf keinen Fall dürft ihr mit ihnen reden. Einer von ihnen ist ein Magier, der mit seinen Zaubersprüchen auch über den Klügst große Macht ausüben kann. Hier ist sie, Fädepost Schlägertruppe. Schlagt zu, wenn ich es euch sage. Wir grüßen euch, Silke. Wir sind gekommen, wie ihr es verlangtet, und wir haben die versucht, nicht mich zu bedrohen. Ich werde keine leichte Beute für euch sein. Ich habe Freunde bei mir. Wovon redet ihr? Wir haben die Edelsteine mitgebracht, die... Haltet den Mund hier. Könnt ihr euch nicht rauswinden. Schlagt jetzt zu, tötet sie alle. Ja. Hier sind wir mal wieder am moralischen Punkt. Also wir haben die Wahl, sind so gut wie tot. Gebietet diesen Wahnsinn Einhalt. Wir werden niemanden umbringen, der unschuldig ist. Wir sind heute total böse, also auf unseren eigenen Zweck bedient. Haben von Silke das Angebot für 400 Goldmünzen gekriegt. Haben jetzt nicht die Wahl zu sagen, wir lassen uns von dir nicht verarschen, Silke. Also sind wir mal eher auf die 400 Goldmünzen scharf. Und töten dafür die drei Kerle. Lasst nicht einen einzigen am Leben. Was macht ihr da, Silke? Seid ihr des Wahnsinns? Diese Männer haben euch nichts getan. Eure wehleidige Selbstlosigkeit hat mich schon überkrank gemacht, Garrick. Haltet den Mund und geht mir aus den Augen. Ja? Wie ihr wünscht. So. Das hat mich jetzt hoffentlich keinen Ruf gekostet. Bin immer noch unbeliebt. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke. Ihr habt eure Arbeit gemacht. Künstlerin. Dafür solltet ihr den zugesagten Lohn erhalten. Vielleicht begegnen wir uns einmal wieder. Char ist uns wohlgesonnen. Dafür hat sich aber mein Ruf verschlechtert. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich bin jetzt auf... Oh, ich bin auf 6. Das ist nicht gut. Ja, ich lade hier neu, weil... Ihr braucht nur zu fragen. Gut. Mein Ruf ist mir dann doch etwas wichtiger als das Geld. So als Bade. Es ist halt blöd, dass wir nicht so viele Auswahlmöglichkeiten haben, das, was wir sagen können. Jetzt liegt hier nichts mehr rum, oder wie? Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Ich muss mich ausruhen.
Also ja, eigentlich hätte ich gerne noch so eine Option gehabt, dass ich mich nicht für dumm verkaufen lasse und mich deswegen gegen Silke stelle, aber die Option gibt es nicht, deswegen muss ich die jetzt einfach mal hinzuerfinden, leider. Weil den Ruf verschlechtern möchte ich jetzt auch nicht unbedingt, nur weil wir geldgierig sind. Wir haben genau 1000 Gold und wir haben Zeug zu verkaufen. Oh, ich habe hier noch Pfeile für Immun. Der Einsicht. Gürtel. Du trägst bereits einen Helm. Sagen, auch wenn dir der Helm nicht so viel bringt, außer vor kritischen Treffern zu schützen. Wir haben echt niemanden mit Stärke dabei. Das heißt, wir brauchen wirklich noch einen starken Nahkämpfer. Also ja, ich will Rollenspielern, so gut es geht. Es ist halt auch schwierig für mich, da ich normalerweise keine bösen Puppen spiele. Und ich ja eigentlich auch nicht die übelst böse Gruppe hier spielen möchte, deswegen habe ich ja kein Chaotisch. Ich konnte ja auch als Bade nicht chaotisch böse sein. Aber gerade Visiona und Kegeden wollte ich mal in der Gruppe haben. Weil das so die interessantesten Charaktere sind. Die man so mitnehmen kann von den bösen Charakteren. Hallo, ich kann euch ein nettes Angebot machen. Ja, das kennen wir alles bereits. Ja, Schlägertrupp. Und jetzt nehmen wir halt diesen Wahnsinn Einheit. Wir werden niemanden umbringen, der unschuldig ist. Aber in Wirklichkeit meinen wir lassen uns nicht hier ausnutzen und für dumm verkaufen. Unsere Abmachung ist hinfällig. Ihr seid vermutlich sowieso zu feig, um den Kampf verdutzt zu sein. Mit denen wäre ich selber fertig, nachdem ich mit euch fertig bin. Jawohl, Sir. Sicke ist tot. Sie hatte es wohl verdient. Man kann nicht so bösartig sein und erwarten, damit ungestraft durchzukommen. Jetzt bin ich wohl arbeitslos. Wäre es so viel verlangt, wenn ich euch bitten würde, mich bei euch aufzunehmen? Kann im Moment niemand gebrauchen. Ja, und da geht er. Ewig. So, da kriegen wir wenigstens auch die 400 Goldstücke. Kriegen einen Unverwundbarkeitstrank, der ist für Geld. Kriegen einen Kampfstab Befreiz für sie erstmal. Sie führt bereits 1+1. So, was habt ihr noch zu sagen? Hab Dank, dass ihr diese böse Hexe gestoppt habt, bevor sie uns töten konnte. Liebt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Einen Abwehrtag. Gut. Unser Ruf bleibt, wie er ist. Ein Abwehrtag. Und das hier ist die rote Garbe. Das heißt wirklich Feldposts wird's aus. Ich habe immer Feldposts gelesen. Also ja, wir gehen dann einmal hier rum.